Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Video von mir, zu einem Food Haul an Vlogmas Tag Nummer 12. Wahnsinn, Halbzeit haben wir tatsächlich schon erreicht und nächste Woche ist schon Weihnachten. Krass, oder? Die Zeit verging einfach so unglaublich schnell. Ja, ich war wieder bei Lidl, unseren Wocheneinkauf machen, zeige euch meine Ausbeute und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, selbstverständlich geht es auch diese Woche wieder los mit unserem Wochenplan. Bei uns gibt es gefüllte Paprika, Reis und Salat. Dann haben wir einmal gefüllte Fajitas mit Salat. Dann gibt es einen Paprika-Reisauflauf, einmal Käsespätzle, einmal Rigatoni al Forno und Salat und einmal vegetarische Lasagne. Genau, ein Gericht fehlt wieder, weil ich keinen Plan hatte, was ich kochen soll und dachte, ich hole es einfach ganz spontan zum Wochenende dann hin. So war auf jeden Fall ja mein Plan. So, let's fetz, würde ich sagen, mit den Kühlprodukten. Ich habe mitgenommen, ach so, Moment, bezahlt habe ich 115 Euro beim Lidl. Genau, und die 5 Euro, warum auch immer, habe ich diese Woche nicht bekommen, weil im Moment ist ja so, wer die Lidl Plus App hat und hat es aktiviert, der bekommt ab dem Einkaufswert von 40 Euro, 5 Euro Gutschrift quasi. Irgendwie habe ich die nicht bekommen. Ich weiß nicht, an was es lag. Keine Ahnung. Naja, ich bin dann ehrlich gesagt auch nicht zurück und habe nachgefragt, wenn ich ehrlich bin. So, Monte habe ich mitgenommen. War im Angebot dieser Monte Snack. Milchcreme, Schokonuss mit natürlich einem süßen weihnachtlichen Design habe ich einmal mitgenommen. Und guck mal, ich habe was geschenkt bekommen. Richtig cool. Einen Adventskranz durfte ich mir kostenlos mitnehmen. Genau, gab es nicht in der App. Das hat die Verkäuferin hat nur gesagt, ich darf mir da was wegnehmen. Und farblich passt es natürlich nicht ganz zu unserer Einrichtung. Ich dachte, damit es draußen vielleicht auch ein bisschen schön ist, stelle ich das einfach auf der Terrasse auf den Tisch vielleicht. Finde es ganz süß, ne? Kostenlos kann man nicht meckern, gell? Der ist nur arg trocken, ne? Habe ich schon festgestellt. Muss mal gucken, ja, wie ich den wieder zum Leben bringe. Genau, richtig. So, dann habe ich einmal schwäbische Knöpfle für die Käsespätzle mitgenommen. War im Angebot bei Lidl, hatte ganz gut gepasst. Das ist ein ganzes Kilo. Dann habe ich Rahmspinat mitgenommen, den brauche ich dann für die Lasagne. Gebt einfach mal bei Chefkoch vegetarische Lasagne ein. Ich glaube, das erste oder zweite Rezept, das werde ich nachmachen. Genau, zweimal Rahmspinat. Irgendwie, ich habe das Gefühl, der Fokus, der mag mich heute auch nicht so sehr, weil da hinten ist es so hell, dann fokussiert er meistens eher das als mich. Ist ein bisschen blöd. So, dann, ich hole mir mal die Tüte ein bisschen mehr näher. Ich habe 10 Eier mitgenommen und dann habe ich geriebenen Käse. Wo ist der Anschlag? Da. Genau, insgesamt 3-mal geriebenen Käse durfte mit. Dann habe ich Bergkäse mitgenommen, diesen Allgäuer Bergkäse. Der war im Angebot, aber ich weiß leider nicht mehr für wie viel, 3,79 oder so, brauche ich ja dann für die Käsespätzle. Dann habe ich einmal Parmesan-Käse mitgenommen für die Rigatoni. Frischkäse im Becher, dieser Kräuterfrischkäse durfte auch noch mit für aufs Brot. Dann habe ich 2-mal Butter mitgenommen. Ich möchte nämlich nochmal eine Leckerei machen. Es wird dann wahrscheinlich die letzte Leckerei, die ich jetzt drehen werde in diesem Jahr. 2-mal Butter von Kehrgarten, die war im Angebot für 1,39 €. Dann war Buko Frischkäse im Angebot. Da habe ich einmal den sahnigen mitgenommen und einmal mit Kräuter. Den brauche ich nämlich zum Kochen. Was haben wir noch Schönes? Cremosano habe ich insgesamt. Huch Gott, Moment, da fehlt eins. Genau, habe ich nämlich gleich 5-mal eingekauft. Oh mein Gott, ich komme nicht drauf klar. Leute, nächste Woche ist Weihnachten. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich es mit dem Food Haul mache. Es kann sein,
dass ihr entweder nächste Woche zwei Food Halls bekommt, einen kleinen Food Hall und einen Food Hall dann extra für Weihnachten. Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Oder gibt es nur einen Food Hall und ich lasse den Dienstags-Food Hall ausfallen. So irgendwie, ich muss mal gucken, wie ich es mache. Weil dadurch, dass ja Heiligabend erst sonntags ist, will ich nicht montags schon einkaufen. Weil spätestens freitags kann ich dann eh nochmal losrennen und einen Haufen Kram nachkaufen. Dann überlege ich, ob ich montags nur ein paar Kleinigkeiten einkaufe und euch ein Food Hall dann drehe. Und würde dann, ich denke mal so Donnerstag, ja wahrscheinlich, dann den Weihnachtseinkauf machen. Ihr könnt es mir ja mal schreiben, wie ihr es wollt. Nur den Weihnachtseinkauf oder wollt ihr nächste Woche zwei Food Halls? Lasst es mich gerne mal wissen. Unser Sohn hat ja auch nächste Woche Geburtstag. Ich muss mal gerade gucken, das ist nämlich am Dienstag. Nee, Montag. Das heißt, ich muss ja... Nee, Dienstag, genau. Nächste Woche Dienstag hat er Geburtstag. Das heißt, ich muss ja eh nochmal einkaufen, weil ich ja auf jeden Fall Torte backen muss. Das heißt, ich gehe Montag dann eh einkaufen, nur für zwei, drei Tage, plus die Sachen für seinen Geburtstag. Und werde dann Mittwoch, Donnerstag nochmal losdüsen für den Weihnachtseinkauf. So irgendwie, keine Ahnung. So, Butterkäse habe ich noch ein Paket mitgenommen. Dann wieder der Pelche-Joghurt zweimal. Die mich nicht kennen, die neu dazuschalten, die denken auch, oh, was hatten die für einen Schaden mit ihrem Pelche-Joghurt. Das können euch gerne meine Fräuleinchens erklären in den Kommentaren. So, einmal Creme Fraiche brauche ich zu kochen, durfte auch noch mit. Dann habe ich diesen französischen Weichkäse eingekauft. Maultaschen von Bürger durfte noch mit. Und dann habe ich von Kerrygold auch nochmal da so ein XXL-Pack mitgenommen. Das ist eine 400 Gramm Vorratspackung. War nämlich auch im Angebot, ich glaube, für 2,49. Genau, das habe ich nur mitgenommen. Und zum Schluss von den Kühlprodukten noch einmal Pommes. Jawohl, das war Tütchen Nummer 1. So, Obst und Gemüse habe ich gar nicht so viel geholt. Ich habe nämlich nur eine ganze Schale Orangen, eine ganze Schale Mandarinen. Da musste ich dann natürlich erstmal, was das angeht, nichts kaufen. Aber ich habe noch Bananen im Kilo mitgenommen. Dann habe ich einen Sack Äpfel eingekauft. So, ich lege das mal gleich hier rüber, dass hier alles ein bisschen sortiert ist. Und dann habe ich ganz viel von diesem Mini-Paprika-Mix mitgenommen, weil ich heute die gefüllten Paprika mal in diesen Minis machen möchte. Ich finde die irgendwie knackiger, fruchtiger. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall mache ich damit heute mal die gefüllten Paprikas, anstatt immer in den großen Paprikas. So, dann waren die Gurken für 69 im Angebot. 69 Cent. Da habe ich dann gleich drei Stück mitgenommen. Und die Spitzpaprika war auch im Angebot und über die App, glaube ich, noch mal ein bisschen günstiger. Da habe ich dann auch so einen Sack mitgenommen. Kopfsalat durfte noch mit, da ist mit der Wurzel, ihr seht es gar nicht, gell? Da ist auf jeden Fall eine Wurzel dran. So, und dann habe ich noch 6 Tomaten für einen kleinen Tomatensalat. Auch dieses Körbchen ist leer. So, wo machen wir weiter? Hier. Im Angebot war Chio-Popcorn. Habe ich dann einmal eine Packung mitgenommen. Und einmal Prinzenrolle. Ich wollte eigentlich die günstige mitnehmen und habe irgendwie die teure Version gegriffen. Dann war im Angebot von Pombeer diese Ofenminis mit Sour Cream. Und ich habe euch ja letztens gesagt, dass ich die voll lecker finde. Und von den Kalorien her gehen sie eigentlich auch klar. Ja, habe ich eine kleine Packung mitgenommen. Dann habe ich eingekauft ein Weltmeisterbrot und wieder habe ich es nicht in einem Stück nach Hause bekommen. Das ist echt ein Dilemma. So, und ein abgepacktes Weizenmischbrot habe ich auch noch mitgenommen. Genau, das einfach was da ist. So, im Angebot war Milka-Schokolade und mit der App war es nochmal ein bisschen günstiger. Da habe ich dann einmal mit Kuhflecken mitgenommen, einmal mit Tuck und einmal Weiß. Jawohl. So, das war der Süßkram. Dann für Lasagne brauche ich natürlich auch Lasagneblätter. Und ich habe zum Backen gleich dreimal Mehl eingekauft. Wir haben nämlich gestern einfach alles ratzeputz leer gemacht. Wir haben zwei Sorten Plätzchen gebacken. Einmal wieder die normalen Butterplätzchen. Und dann haben wir Schneeflöckchen gebacken. Da hinten seht ihr das vielleicht auf dem Tresen, stehen sie.
Und gestern gab es ja auch noch Calzone bei uns. Da haben wir ziemlich viel Mehl verballert, deshalb habe ich wieder welches mitgenommen. So, ein paar Dosenprodukte durfte ich noch mit. Da habe ich jetzt zweimal Mais, dann einmal rote Bohnen, Tomatenmark, dann eine dunkle Soße. Mein Mann möchte immer so eine Soße zu den gefüllten Paprikas haben. Die habe ich eingekauft. Dann einmal Reis, eine Packung und einmal Penne. Ja, da kommt aber gleich noch ein Paket. Und somit ist diese Tüte auch leer. Und es geht weiter mit der letzten Tüte. Da habe ich was für ein Geschenk mitgenommen. Und zwar ist das Wodka mit Bitterlemon. Genau, Freeway Bitterlemon und Smirnoff Wodka. Das ist so, ja, schon fast so eine Geschenkverpackung, wenn ihr jetzt nicht gerade unbedingt Lidl draufstehen würde. Genau, aber ich brauche es, weil sich das tatsächlich gewünscht wurde. Und dann habe ich das vorhin gesehen, dachte ich, perfekt, nehme ich gleich mit. War im Angebot, ich glaube, für 8,99, wenn ich nicht ganz falsch bin. So, dann haben wir einmal Wraps, die durften mit. Und einmal habe ich seit langem mal wieder so einen Dinkel-Sandwich-Toast mitgenommen. Mein Herd piept, weil die Tüte draufsteht. So, oh Moment, das hätte ich nämlich fast angemacht hier. So, einmal Tomatenmark. Übrigens, ich wurde ganz oft gefragt, was mit der Spülmaschine. Sie geht wieder. Was auch immer das war, wir haben es am nächsten Tag nochmal angemacht, um nochmal so einen Testlauf zu starten und zu gucken, wo das Problem ist. Dann hat sie dann eine Stunde gespült und hat dann den Strom im kompletten Haus lahmgelegt. Aber seitdem geht sie wieder. Keine Ahnung, was das war. Der Christian meinte, da hat ja so ein Kochlöffel so komisch da in diesem Drehteil von der Spülmaschine gesteckt. Er vermutet, das war der Übeltäter. Keine Ahnung, aber toi, 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 sie geht auf jeden Fall noch. So, passierte Tomate durften mit. Und einmal habe ich diese jungen Brechbohnen mitgenommen. Da mache ich immer Bohnensalat draus. Und dann noch mal eine Packung Penne. Oh Gott. Und zum Schluss habe ich insgesamt 6-mal Vollmilch eingekauft und unten stehen noch 5 Sixer Wasser. Ja, genau. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das war unser Wocheneinkauf. Wie gesagt, lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr es nächste Woche haben möchtet. Wollt ihr nur ein Food Haul? Wollt ihr gleich 2 Food Hauls? Vielleicht habt ihr noch eine andere Idee, was auch immer. In diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch, ihr Lieben. Freue mich natürlich wie immer über euer Däumchen nach oben und dann sage ich einfach bis morgen. Ciao! To be jolly, la 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 la.